Heute zeige ich euch das Hotel, wo wir letzte Episode waren und heute auch sind. Und ja, gibt es verschiedene Dinge und wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück. Wir sind jetzt hier im Schrankbereich und ich zeige euch jetzt, was hier auch noch in dem einen Schrankbereich drin ist. Also Gläser, Tassen, alles Mögliche, Wasser auch. Und da unten ist noch so eine Minibar in so einem Kühlschrank ein bisschen. Nicht mit Snacks, aber coolen Getränken. Also Bier, Cola Zero, Sprite, normale Cola, Fanta. Ja, hier ist noch etwas mehr. Und das ist halt alles all inclusive, alles gratis hier, die Minibar. Und es wird täglich einfach neu aufgefüllt. Also ich bin jetzt hier am Pool und man braucht eigentlich gar keine Liegen zu reservieren. Wir haben uns jetzt nämlich hier so ein Haus, so ein kleines ausgesucht mit Kissen und alles ganz gemütlich. Und das ist direkt hier am Wasser. Also wenn es nicht so schönes Wetter ist, dann kann man auch da reingehen. Und ich glaube, heute Mittag gehe ich auch mal von der da rein. Und die Sonne ist jetzt da und jetzt gehe ich gleich schwimmen. We'll be right back.
direkt am Strand und da gehen wir jetzt hin. Das ist auch richtig schönes Wasser hier. In der Roomtour vom letzten Video habt ihr das komplette Zimmer ja schon gesehen. Und zu den Fernsehprogrammen von diesem tollen Fernsehgerät hier habe ich noch nichts gesagt. Und da gibt es halt deutsche Programme, aber nicht viele. Also es gibt Kika, ARD, Tagesschau und sonst noch ein paar andere kleine Sender. Also so was wie RTL oder so gibt es hier nicht, aber wenigstens etwas. Also das Hotel hat 4 Etagen mit Zimmern und wir sind jetzt hier auf der 3. Etage, deshalb die 3. Und das ist sogar unsere Zimmernummer. Und das ist auf der gleichen Etage wie das Restaurant. Die Rezeption auch noch ist auf der gleichen Höhe und da gehen wir jetzt mal hin. Also die Hauptsprache ist hier Arabisch, ist ja klar. Und die können noch Französisch, manche können Englisch und Deutsch noch, also Deutsch. Yay! Und ja, die Kellner und alle sind hier ultra nett, also die fragen nach, habt ihr genug zu trinken? Also haben sie genug zu trinken? Die fragen alles. Hat es geschmeckt? Alles fragen die. Die kommen halt die meisten auf Englisch oder Französisch oder was weiß ich. Das hier ist mein Lieblingsgetränk. Fruit Punch. Was man hier auch immer bestellen kann, sind Nüsse, Oliven. Ich will mir ein paar Nüsse. Ein paar Nüsse bitte. Nüsse. Nüsse. Das habe ich mir schon gemerkt, die kann Deutsch. Englisch ist natürlich immer besser, aber... Noch etwas? Nein, danke. Bitte. Ich habe noch was vergessen. Prost. Hier sind noch überall gemütliche Sitzbereiche, wo man sich abends, morgens und auch tagsüber halt hinsetzen kann. Das Restaurant, wo ich euch schon gezeigt, also wo wir schon gefrühstückt haben und ja. Und wo ich auch Abendessen werde. Also meistens frühstücken wir nur und essen was zu Abend. Und Mittagessen gibt es nur manchmal. Also allerhöchstens meistens so einen kleinen Snack. Aber ich esse mal nicht so viel zum Frühstück und dann zeige ich euch noch das Mittagessen. Diese Sitze hier
besonders gut. Ich kann gerade sitzen bleiben, aber ich zeige euch mal. Da ist die Rezeption, da kann man auch Geld wechseln und Sachen fragen. Ich weiß nicht, was man hier fragen kann. Und ja, hier sind noch, wie schon gesagt, sehr viele Sitzbereiche. Und da ist noch ein Shop. Allerdings haben die, ich weiß gerade gar nicht die Uhrzeit, aber um irgendeine Uhrzeit haben die noch Mittagspause. Ich glaube 13 bis 15 Uhr oder so. Hier gibt es echt fast überall gemütliche Stellen, wo man abends oder auch tagsüber oder morgens auch mal einen Cocktail trinken kann. Also es gibt auch Non-Alkohol-Cocktails, wie ich da eben hatte. Und ja, gemütlich überall eigentlich. Aber der beste Platz ist wirklich, meiner Meinung nach, abends in so einem gemütlichen Sessel zu sitzen. Also das ist wirklich der beste Platz. Und dann noch am besten, dass der Sessel so Richtung Fenster geht, dass man so den Pool mit der Beleuchtung sieht und allem. Das ist meine Empfehlung für einen gemütlichen Platz. Ich gehe jetzt in das Restaurant, wo es das Mittagessen gibt. Und das wollte ich euch ja auch noch zeigen. Fällt euch was an mir auf? Schaut mal genau. Hatte ich nicht eben eine kurze Hose an? Das ist, weil wenn man zum Abendessen geht, soll jeder Mann oder Junge eine lange Hose anhaben. Weiß nicht wirklich warum, aber jeder soll das einfach anhaben. Wir sind jetzt schon vorher ins Restaurant und es ist hier der Herz und Dampfen alles schon richtig cool. Ich zeige euch jetzt mal das Essen, was es heute Abend gibt und sieht schon sehr lecker aus.
Den kann man sich nämlich selber hier Nudeln aussuchen und Soße und Oliven, wenn man noch irgendwas reinmachen möchte. Und das wird dann für einen frisch gebraten. Das ist richtig cool. Also ich denke, wenn ich mir was zu essen würde, fange ich hier an. Jetzt geht es noch einmal kurz zu den Vorspeisen und dann geht es schon zu den Nachspeisen. Hier gibt es auch noch so verschiedene andere. Hier gibt es so Brownie zum Beispiel, Kuchen, alles so richtig lecker. Noch mehr Kuchen, alles geil. Und gleich geht es schon, also hier geht es auch schon zu meinem Lieblingsbereich, und zwar im Bereich mit den Keksen. Wir bedanken uns jetzt nochmal beim Manager und hier kommen auch schon die ersten Gäste und dann hole ich mir auch was zu essen. Wir haben uns jetzt bedankt und jetzt geht es zum Essen. Also wir suchen uns einen Platz draußen und dann gibt es was zu essen. Wir sind jetzt beim Abendessen und schaut euch das einfach mal an, wie das hier gedeckt ist und wie das hier ist. Wie schon gesagt, es gibt sehr viele Bars hier und wir zeigen euch jetzt, was es so alles gibt an Cocktails und an verschiedenen Getränken. Und ich hole mir selber noch etwas zu trinken. Also Rio kümmert sich sehr gut um Katzen, das haben die beschlossen, sage ich mal. Und
Ja, die kümmern sich wirklich mega um die Katzen. Die geben denen was zu trinken, was zu essen und lassen die impfen, kastrieren und alles drum und dran machen die wirklich, dass es diesen Katzen hier gut geht. Und ab und zu sieht man halt hier mal so eine Katze rumlaufen oder so. Und ich habe selber eine Katzenallergie und es ist eigentlich kein Unterschied wie normal, also wie zu Hause. Wenn ich eine Katze irgendwo sehe, zeige ich sie euch noch. Nicht so mega gut und am Pool, wirklich WLAN ist dort sehr schlecht. Da kann man nicht mal Amazon Music oder sowas machen. Also wirklich am Pool ist es sehr schlecht, das WLAN. An manchen Stellen geht es noch, aber ja, an den meisten ist es halt nicht so gut. Also ihr könnt euch jetzt selbst nochmal anschauen, die haben WLAN-Daten noch. Von verschiedenen Uhrzeiten haben wir noch und die zeigen wir euch noch und da könnt ihr selbst mal gucken. Ihr müsst aber bedenken, dass WLAN hier teilen sich 400, 500 Leute und dann funktioniert es halt nicht so gut. Hey Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und ciao. Hey, du? Du hast noch nicht abonniert? Dann mach das aber mal schnell. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich...